Videospiele spielen wir alle gern mal. In Korea sieht das dann aber so aus. Viele Koreaner spielen angeblich wirklich so exzessiv, dass sie gar nicht damit aufhören können. Wir haben uns aufgemacht, um der Gaming-Sucht eines ganzen Landes auf den Grund zu gehen und sind dabei bei der Recherche auf krasse Behandlungsmethoden wie magnetische Schocks gestoßen. Unser Trip ins Land der Gaming-Sucht führt uns nach Seoul in Südkorea. Hier ist jeder siebte Jugendliche abhängig nach Online-Spielen. Was bedeutet das genau und wie kommt man von der Sucht wieder los? Reporterin Miriam sieht schnell, mobiles Zocken ist völlig normal. Fast jeder spielt mit dem Smartphone. Ist das sehr beliebt in Korea? Ja, das ist ziemlich beliebt. Und es wird immer mehr. Sehr viele Leute gamen. Doch Gaming ist in Korea noch viel mehr. Ein Sport. E-Sport. Auf Profi-Events battlen sich die Spielerteams in der virtuellen Welt. Sie sind gerade mal aus dem Teenager-Alter raus und verdienen den Lohn eines Profifußballers. Sie sind gefeierte Stars. Fans inklusive. Doch das hat seinen Preis. Ich spiele sieben Tage die Woche. Jeden Tag von früh bis spät. Bis auf zwei Stunden, die ich zur freien Verfügung habe. In der Woche spiele ich um die 70 Stunden. Für den Profizocker Alltag, aber auch für viele gewöhnliche Jugendliche. Ist dieses Pensum noch normal? Und wann fängt die Sucht an? Der nächste Morgen im Stadtteil Hwagokdong. Hier wohnt jemand, den wir über Kontakte aus der Gaming-Szene gefunden haben. Bis jetzt kennen wir nur seinen Namen und wissen, dass er Tag ein, Tag aus zockt. Wir wollen herausfinden, wie und warum er so exzessiv spielt. Bongsu? Hi. Hi. Hallo, ich bin Miriam. Hallo. Hallo, nice to meet you. Hi. Hallo. Hallo. Dürfen wir reinkommen? Ja, klar. Schuhe aus? Ja. Bongsu ist 27 Jahre alt und wohnt mit seiner Freundin Purun Kim in diesem Einzimmer-Apartment. In seiner Wohnung gibt's nicht viel. Küche, Bett, Kommode. Doch was uns gleich auffällt, sind die zwei großen Bildschirme. Sind das schon zwei Online-Spiele? Nein. Das hier oben ist ein Online-Spiel. Aber das da unten ist ein Comic. Meine Arbeit. Ich bin nämlich Comiczeichner. Wenn ich arbeite, dann spiele ich nicht. Ich gucke nur anderen zu, wie sie spielen. So habe ich zumindest auch ein bisschen was davon. Dass Bongsu wirklich arbeitet, überwacht Freundin Purung Kim so gut sie kann. Denn der Zocker-PC läuft die ganze Zeit und Bongsu lässt sich nur zu gerne ablenken. Er spielt fünf Tage die Woche. Ungefähr 4 bis 6 Stunden am Tag. Und manchmal spielt er auch den ganzen Tag. Ich kann dir erst die Wahrheit sagen, wenn sie weg ist. Weil ich kann nicht vor ihr sagen, wie viel ich wirklich spiele. Du spielst also mehr, als ich denke. Spielst du den ganzen Tag, wenn ich weg bin? Naja, du siehst mich ja nur 4 bis 6 Stunden, in denen du hier bist. Was danach ist, weißt du ja nicht. Wir haben das Gefühl, gleich gibt's Streit. Freundin Purun Kim auch, deshalb geht sie lieber. Gut für Bongsu. Denn für ihn bedeutet das Feierabend mit Arbeiten und her mit dem Zocker-PC. Klar, was er jetzt machen wird. Das ist die beste Situation, die es gibt. Die Freundin ist aus dem Haus und ich kann machen, was ich will. Und zwar gamen. Sein Lieblings-Online-Spiel ist League of Legends. Neben ihm zocken laut Forbes-Magazin 27 Millionen Menschen täglich dieses Spiel. Und uns wird langsam klar, warum er uns vermittelt wurde. Denn vor lauter Zocken bemerkt er nicht mal mehr unser Team. Immerhin kann er noch auf Fragen antworten. Früher war ich wirklich wütend, wenn ich verloren habe.
und mein ganzer Tag war ruiniert. Und ich habe anderen die Schuld gegeben, dass ich verloren habe. Heute habe ich mich schon mehr ans Verlieren gewöhnt. Aber wenn ich heute verliere, dann spiele ich umso mehr, so lange, bis ich wieder gewinne. Dann spiele ich den ganzen Tag, von früh bis spät in die Nacht. Ich vergesse die Zeit und ich vergesse zu essen. Wenn meine Freundin da ist, muss sie mich erinnern zu essen. Wenn sie nicht da ist, esse ich den ganzen Tag nichts. Später wird Bong-Soo noch erfahren, wie süchtig er wirklich ist. Miriam will wissen, wo Bong-Soo seine Freizeit verbringt, wenn er nicht zu Hause vor dem Rechner sitzt. Er führt uns an einen Ort, den er PC Bang nennt. Und als wir sehen, was das ist, verschlägt's uns glatt den Atem. Boah. Krass. Hunderte Gamer. Die Hauptklientel der Spielhölle, Schüler und Studenten. Denn der PC Bang ist günstiger als Kino, Tierpark und Co. Für nur 1 Euro die Stunde können die Jugendlichen zocken. Solange sie wollen. Die meisten PC Bangs haben rund um die Uhr geöffnet. Hier wollen wir der Spielsucht auf den Grund kommen. Bong-Soo geht einmal die Woche in den Bang. Meistens, um mit Freunden zu gamen. Manchmal auch alleine, um von zu Hause rauszukommen. Ich bin irgendwie echt sprachlos, dass es so normal ist, dass hier alle Stunden hierher kommen, um hier stundenlang zu zocken. Das ist echt verrückt. Auch verrückt. Die meisten kommen zwar mit Freunden, doch wir sehen niemanden mit seinem Nachbarn sprechen. Du kommst doch mit Freunden hierher, aber ihr redet nicht miteinander. Jeder starrt nur in den Monitor. Doch, wir reden miteinander. Und zwar in der Chatbox hier. Okay, wo ist die denn? Where is it? Chatten statt reden. Aber warum ziehen die Online-Spiele so viele Jugendliche in ihren Bann? Die Erklärung laut einer Studie der Stanford University School of Medicine. Während eines Videospiels sind die Belohnungszentren des Gehirns sehr aktiv. Bei Männern übrigens stärker als bei Frauen. Und so zocken sie hier und vergessen die Zeit. 10 Stunden. Die PC-Banks sind eben gemütlich. Hier gibt es bequeme Sitze, eine gute Internetverbindung und sie sind extrem günstig. Außerdem sind sie Teil der koreanischen Kultur. Menschen, die süchtig sind nach Online-Spielen, verbringen hier schon mal 30 bis 40 Stunden. Manche vermuten den Grund in den koreanischen Schulen und Unis, die zu viel Lerndruck ausüben. Deshalb flüchten viele in die virtuelle Welt. Mit Snacks für kleines Geld sind die Spielhöllen darauf vorbereitet. Doch Online-Games sind für einige das Heroin aus der Steckdose. Das zeigen Schlagzeilen über Tote in PC-Banks, die nach 50 Stunden Zocken am Stück einfach umfallen. Miriam geht und hofft, dass Bong-Soo unser Treffen nicht verschwitzt. Denn am nächsten Tag gehen wir mit ihm in die Klinik Easy Brain. Sie ist spezialisiert auf Gaming-Junkies. Bong-Soo will seiner Freundin beweisen, dass er nicht süchtig ist. Wir dürfen ihn begleiten. Hi, Bong-Soo. Entschuldige die Verspätung. Wie geht's dir? Du lässt ja meine Hand gar nicht mehr los. Bist du nervös? Ja, ich bin ein bisschen nervös. Eigentlich sehr nervös. Aber auch neugierig. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir haben recherchiert und herausgefunden, die Methoden der Klinik sind ziemlich skurril. Bong-Soo weiß nichts davon und erwartet auch nichts Schlimmes. Denkst du, die machen direkt was mit deinem Gehirn? Das ist schließlich das Zentrum der Sucht. Was? Mit meinem Gehirn? Das glaube ich nicht. Wenn Bong-Soo wüsste, was gleich auf ihn zukommt, würde er wahrscheinlich kehrt machen. 400 Patienten kamen im letzten Monat in die Klinik. Und alle müssen zunächst einen Fragebogen ausfüllen. Die Fragen? Denkst du, es gibt eine höhere Macht, die dich leitet? Oder würdest du etwas Böses tun, wenn du damit davonkommst?
Ein Check, um zu sehen, wie sehr Bong-Soo noch in der Realität ist. Inzwischen trifft Miriam den Leiter der Klinik, Professor Lee. Von ihm erhoffen wir uns Antworten. Wie weit ist denn jetzt die Gaming-Sucht verbreitet? Was sind das für Menschen, die hierher kommen, um sich behandeln zu lassen? Von der Online-Spielsucht sind meistens männliche Schüler betroffen. Wenn es aber um die Internetsucht geht, also um soziale Medien wie Twitter oder Facebook-Sucht, dann sind hiervon eher die Mädchen betroffen. Die koreanische Regierung kämpft seit Jahren gegen das Problem. So gibt es zum Beispiel das Shutdown-Gesetz, das Teenies unter 16 Jahren verbietet, zwischen Mitternacht und 6 Uhr früh zu gamen. Doch wo fängt die Sucht an? Und ist Bong-Soo schon süchtig? Die Klinik will es mit einem Verfahren herausfinden, das Elektroenzephalographie heißt. Dafür bekommt Bong-Soo ein Netz aus Elektroden auf den Kopf. Also ehrlich, das macht mir total Angst. Wird das wehtun? Nein, das tut nicht weh. Und du wirst nichts spüren. Du musst deine Augen für 5 Minuten geschlossen halten. Und das Gleiche machen wir dann mit offenen Augen. Das Ziel, mit einer Messung mögliche Irregularitäten in Bong-Soos Gehirnwellen feststellen. Die deuten laut Professor Lee nämlich auf eine Sucht hin. Bong-Soo denkt, er hat das Schlimmste überstanden, aber noch während das Ergebnis ausgewertet wird, packt Professor Lee schon die erste Behandlungsmethode aus. Die hat mit diesem seltsamen Gerät zu tun. Das soll Bong-Soo an den Kopf bekommen. Es knackt bedrohlich. Aber das ist nicht alles. Probier es mal an deiner Hand. Und das soll an meinen Kopf? Das trifft mich total unerwartet. Es tut nicht weh, aber es ist wie ein Schock. Mein ganzer Körper hat gezuckt. So wie wenn dir zum Beispiel jemand auf das Knie schlägt. Dann reagiert dein Knie. Und so war das auch gerade. Es tat zwar nicht weh, aber wer weiß, wie es ist, wenn ich das ins Gehirn bekomme. Das Verfahren heißt transkranielle Magnetstimulation. Und ganz ehrlich, wir würden das nicht so schnell machen. Laut Professor Lee wird bei zu viel Gamen der Frontallappen schwach. Damit auch die Fähigkeit, sich selbst zu kontrollieren. Wenn ich mit dem Verfahren magnetische Schläge in den Frontallappen gebe, wird der stimuliert. Das heißt, der Wunsch nach dem Spielen kann mehr kontrolliert und auch verringert werden. Klappt das auch bei Bong-Soo? Es kitzelt und fühlt sich eigentlich gut an. Aber ich weiß nicht, ob das nach 20 Minuten immer noch so toll ist. Denn so lange dauert die Prozedur. Aber so schlimm scheint es ja nicht zu sein. Dann ist es vorbei. Um sein Verlangen nach dem Gamen zu reduzieren, müsste Bong-Soo dieses Verfahren noch mehrmals mitmachen. Vor allem, wenn der Arzt ihn für süchtig erklärt. Ich bin etwas benommen, als hätte ich ein Schläfchen gehalten. Mit Entspannen ist es jetzt vorbei, denn das Ergebnis steht an. Nach über 10 Jahren exzessivem Gamen erfährt Bong-Soo jetzt, ob er wirklich süchtig und damit krank ist. Das sind die Ergebnisse. Wir sehen hier, dass deine Werte im normalen Bereich sind, was die Kategorien Depression, Angst und Streitsucht angeht. So wie es aussieht, hast du die gefährliche Schwelle zur Sucht noch nicht überschritten, bist also nicht süchtig. Überraschend. Nach koreanischen Maßstäben ist das also noch keine Sucht. Trotzdem, ganz gesund ist Bong-Soo nicht. Professor Lee sieht ein erhöhtes Risiko, abhängig zu werden und rät ihm, das Gamen stark einzuschränken. Ich bin wirklich sehr erleichtert, dass ich nicht süchtig bin. Aber Professor Lee hat gesagt, ich soll meinen Lebensstil ändern.
Und diesen Ratschlag nehme ich ernst. Ich will mich ändern, damit ich eine positive Zukunft vor mir habe. Für Bong-Soo war es heute kein Game Over. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Vorsätze.